Blim, Begrüßung ist immer die schwierigste. Da denkst du dir so, wo чё сказать? Чё? О, herzlich willkommen. Ну, уже все это говорят, блин. Привет, салам алейкум. Пришли, включили. Привет, всё, начинаем. Dies ist ein anderes Format, wie sonst ihr das kennt. Das heißt, nie дядь Вова, kein Selmadi, kein Jürgen, kein Murgen, erst einmal. Sondern in diesem Format dreht es sich um Sport. Ich habe ein kleines Ziel. In diesem Ziel habe ich einen Traum. Und diesen Traum teile ich jetzt mit euch. Ich möchte in die Kunst des Schauspielens einsteigen. Mit einem neuen Charakter. 27. 26. 27. 26. ist der Dancer. Ich kann mit Pinguin. Also, der 27. Charakter. Also, folgende Sache ist, ich will mich ein bisschen in den Filmbranchen bewerben. Dazu muss... Weißt du? Und das heißt, ich muss ein bisschen was für meinen Körper tun. In diesem Projekt, in diesem Vlog, seht ihr, wie ich an mir arbeite. Und vielleicht ist das vielleicht auch eine Motivation für dich, was zu tun. Потому что я знаю, там man sitzt, там спина болит, dies, da, und da denkst du jedes Mal, ja, ich muss irgendwie anfangen, Fang mit mir an, zusammen. Ich habe einen Coach, der erzählt uns alles. Aber zunächst muss ich erstmal gemessen werden, wie viel Maß ich habe, wie viel ich wiege, Ernährung, was mache ich jetzt für Sport. Und ich habe noch ein paar andere Ziele. Aber die erzähle ich euch nicht hier, sondern hier bei Easy Fitness. Denn hier kann ich ganz entspannt trainieren. Hier wird mir geholfen. Die Mitarbeiter kommen zu, falls du irgendwas Falsches machst und helfen dir auch. Hier kann ich ins Solarium, hier kann ich in die Massage, hier habe ich Getränke, hier habe ich einen Snackautomat. Also auf jeden Fall werde ich hier auch unterstützt bei meinem Vorhaben. Aber das reicht noch nicht. Nicht für mich. Denn ich brauche jemanden, der mich 24 Stunden überwacht. Auch bei meinen Anfällen, bei meinen Stressanfällen, wo ich nachts aufstehe und einfach nur so Süßigkeiten in mich reinschaufel. Ich brauche jemanden, der dann sagt, du fettes Sau! Ich brauche jemanden, der auf meine Ernährung achtet. Ich brauche jemanden, den ich beleidigen kann, während der mich so auf diesen Geräten trimmt und ich so... Du verdammt! Und deswegen habe ich mir für diese 3 Monate jemanden besorgt. Einen großen Applaus hinter den Monitoren für Coach Kimbo! Hallo, ich habe 3 Ziele und diese 3 Ziele, Ziel 1, ich will für meinen Charakter, für den 27. will ich athletisch aussehen, das war schon immer so Dream. Ziel 2, ich will für die Kette Easy the Fitness, will ich nämlich modeln. Ja. Wenigstens ein Bild. Ja, ist, ja, wir gucken mal. Also ich will zwar jetzt nicht behaupten, dass er jetzt nicht hübsch ist, ist stabiler Bro, mit stabilem tschetschenischem Bart, aber das möchte ich auch. Und Ziel 3 und somit auch das allerwichtigste Ziel für mich ist es, dass ich durch dieses Training mein Wunschgewicht von 72 Kilo langfristig halten kann. Das ist eigentlich bei diesem Projekt sehr, sehr wichtig auch, damit ich mich einfach besser fühle, weil jetzt merke ich, Rücken, dies, das, hin und her. Ich sitze, ich schneide viel und dann wie so eine Wurst bei mittlerweile 82 Kilo. Ja, stabil, ne? Stabil, danke. Stabil. Wie realistisch sind meine Ziele? Werde ich das in 3 Monaten schaffen? Wie schätzt du das ein? Also 2 Ziele, ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das ist gar kein Problem. Wieso 2? Das eine Ziel mit dem Modeln, ich weiß da nicht, ne? Körper gar kein Problem, aber dieses Gesicht kann nur eine Mutter lieben eigentlich, ja. Und da gibt es auch keine Ausnahmen. Was machen wir jetzt? Wir nehmen Maß. Hast du ein Maßband zufällig dabei? Maßband? Klar. Kein Maßriegel? Ich habe das noch offen, weil ich habe vorhin was anderes gemessen. Wie fängt man an? Also was brauchst du von mir, wenn ich jetzt so zum Beispiel sage, ey, pass auf, ich brauche einen Coach. Ich schicke dir einen Anamnesebogen zu, den musst du ausfüllen. Da schreibst du rein Gewicht, Alter, Größe, Hobbys, wie du dich ernährt hast bis jetzt. Hast du schon mal Diäten gemacht? Hat es funktioniert? Wie lange trainierst du schon? Was trainierst du? Trainierst du überhaupt? Was hast du für Hobbys? Dadurch ziehe ich meine ganzen Daten raus, das analysiere ich. Und dann gucke ich, okay, was kann ich für ihn Schönes zaubern, was auf ihn genau passt.
Coach. Da, wenn das gemacht ist, dann kann ich direkt lospumpen. Ja, noch nicht ganz. Dann okay. Musst du mir erstmal eine Woche lang Ernährungstagebuch schreiben. Das heißt, du schreibst jeden Tag auf, was du gegessen hast, was du getrunken hast, wann und wie viel. Muss ich das abwiegen direkt alles? Oder? Nein, es wird geschätzt. Das reicht schon mal. Okay, also wenn ich sage, ich habe eine Portion Nudeln. Dann schreibst du eine große Portion oder eine kleine Portion. Okay, genau. Aber dann, wenn ich das habe, dann kann ich... Dann treffen wir uns mal und machen ein persönliches Training, damit ich dann weiß, okay, worauf muss ich einlassen? Kannst du deinen Körper beherrschen oder bist du so ein kleiner Körperklaus, der nichts geschissen bekommt? Körperklaus, kennst du das nicht? Nein, Mann. An alle Körperklaus. Ich bin auch ein Körperklaus. Yo, Körper Klaus. Nein, Spaß, du nicht. Du bist stabil, Bruder. Körper Johannes. Oh, der hat mir fast eine Handel ins Gesicht geschmissen. Da wir schon mal hier sind, ja. Zeigst du mir mal, wie du bisher trainiert hast. Und dann gucken wir mal, wie es so ist. Und daraus ziehen wir ein kleines Fazit. Und daraus mache ich einen wunderschönen Plan. Geil, okay. Dann zeige ich dir mal, wie das geht. Ja, ich hoffe. Na komm, sag wie damals Schule, sag von 1 bis 6. Zensur. Von 1 bis 6 würde ich dir eine 3 geben, eine solide 3. That's pretty good. Du bist ganz gut, aber bist ausschlussfähiger. Da kann man einiges rausmachen. 3 ist immer gut. Ich habe sonst immer 5 bis 7 Durchschnitt gehabt. Luft nach oben ist immer. Ja, okay, nee, bin ich bei dir. Ah, bist gut. Okay, das kriegen wir weg. Say what? Okay, das war jetzt völlig unnötig, die Zuschauer nochmal drauf hinzuweisen, aber ist okay. Ich habe hier was in den Taschen. Kopfkissen. Beim nächsten Mal machen wir richtig Geräte. Zeig doch beim nächsten Mal erstmal ein richtig schönes Zirkeltraining. Are you serious? Komm mal auf, Alter. Kennst du Zirkeltraining? Ja, klar. Echt? Kann ich mich ja neben den Rentnern. Was verstehst du unter Zirkeltraining? Ja. Zeig mir das mal. Komm. Ich weiß nicht, ob du der Einzige bist, der das unter Zirkeltraining versteht. Geht's euch genauso? Ist das euer Zirkeltraining? Eure Art von Zirkeltraining? Jeder kennt die Rentner beim Zirkeltraining. Es ist das... Okay, Dicker, ich... Ich zeig dir ein richtiges Zirkeltraining. Komm mal mit. In der nächsten Folge siehst du mein Zirkeltraining. Ciao, ciao, ciao!